Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. In der letzten Folge waren wir in der Taverne, da müssen wir auch nochmal hin zurück, wenn es Abend wird. Und die eine oder andere Sache dort noch erledigen. Eigentlich sind es, glaube ich, nur zwei Sachen. Wir sind aber jetzt hier bei so einem Haus angekommen. Und da schauen wir uns auch mal um. Was wir hier noch so finden. Ich dachte gerade, wer kommt denn da angerannt? Aber es ist nur Bones. Sitzt hier. Wer schleicht, hat nichts Gutes im Sinn. Sein Name ist Besser, du fasst hier nichts an. Das überprüfen wir mal. Der Mistkerl klaut hier einfach. Das ist in der Tat besser, wenn wir hier nichts anfassen. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Dürfen wir den Teleportstein mitnehmen? Überleg dir gut, was du vorhast. Der Mistkerl klaut hier Nein, einfach. Dürfen wir nicht. Okay. Dann reden hoffe, wir erstmal mit den Leuten vielleicht. Ja, jetzt sei doch mal stehen. Hey, was ist? Ich sehe mich nur um. Aber sicher doch. Und wenn du fertig bist, ist unser Fleischvorrat weg und ich muss Überstunden schieben. Von wegen. Also komme nicht so. Kann es sein, dass du Fremde nicht magst? Du ich auch nicht. Warum auch? Haben kaum eine Münze in der Tasche und wenn's doch so sein sollte, ist die bestimmt nicht ehrlich verdient. Nee, bleib mir weg mit dem Pack. Dich beklaut schon keiner. Du hast leicht reden. Du musst... Moment mal! Versuchst du mich zu bestehlen? Ach was. Was du auch vorhast, vergiss es. Mich legt man nicht so leicht aufs Kreuz. So, wenn du sonst keine Fragen mehr hast, ich hab noch zu tun. Bewachst du hier den Hof? Sieh so aus. Meine Aufgabe besteht darin, die Schweine zu füttern. Und wenn ich damit fertig bin, muss ich den Mist wegschippen, den sie gefressen haben. Alles Scheiße. Der Kreislauf des Lebens. Faszinierend. Ach ja, wir können gerne tauschen. Ach nein, ich glaube, du bist hier ganz gut aufgehoben. Gut. Und was ist mit Bran? Ah, der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes Geschäft, wenn er es sieht. Ich habe hier ein wunderbares Schwein. Wenn das auf dem Teller landet, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Hast du noch etwas anderes anzubieten? Nur feinste Fleischwaren. Nicht so einen Abfall wie die da unten in der Taverne. Aber hast du jetzt Interesse an dem Schwein oder nicht? Klingt nicht schlecht. Sehr schön. Macht 250 Goldmünzen. Das ist mir zu viel. Vergiss das Geschäft. Zu viel? Du willst mich wohl beleidigen? Aber bitte, wer nicht will, der hat schon. Das behalten wir uns mal offen. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus... Vielleicht brauchen wir das ja später noch. Ach ja? Ach. So, ja. Klingt gut. Für den Preis würde ich das Schwein mitnehmen. Na, so wie du aussiehst, kannst du damit gar nichts anfangen. Pass auf, ich schlachte es dir und dann bekommst du 20 Fleischbündel Proviant. Kostet dann allerdings 400 Gold für alles. Das ist ein guter Preis. Du willst mich wohl verkohlen. Das ist viel zu teuer. Unsinn. Das ist Qualitätsware.
An deiner Stelle würde ich nochmal über den Preis nachdenken. Warum? Weil ich sonst den Dämonenjägern vorschlage, dass dein Fleisch an die Bedürftigen gehen sollte. Aber das wäre nicht gut für mein Geschäft. Ach was. Okay, dann 300 Goldmünzen. Mein letztes Wort. Ich komme darauf zurück. Dir fehlt's wohl an Gold? Komm wieder, wenn du genug dabei hast. So ein Spitzenangebot wirst du dir doch wohl nicht entgehen lassen wollen. Wie läuft die Schweinezucht? Ist ein hartes, aber ehrliches Brot, was du dir damit verdienst. Seit die Schatten sich auf der Eisenbucht breit gemacht haben, ist es nicht einfacher geworden. Aber bevor ich denen auch nur eines meiner Schweine opfere, kriegen sie es mit mir zu tun. Hast du Kontakt zu den anderen Höfen? Nicht viel. Aber ab und an bringen die Dämonenjäger Neuigkeiten mit, wenn sie ihr Fleisch bei mir kaufen. Nur würde ich auf die Neuigkeiten gern verzichten. Hörst ja doch nichts Gutes von da draußen. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Heil dich durch das Essen von rohem Fleisch. Warum sollten wir dafür Geld ausgeben? Komm hier. Hier hast du dein Gold. Gut, das versüßt mir den Abend. Was ist jetzt mit dem Schwein? Warte einen Moment. So, hier hast du die Ware. 1A Qualität, das schwöre ich. Cool, danke. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der andere Dude hier verschwunden. Das heißt, dann können wir jetzt mal in aller Ruhe schnell... Hier ist die Rede von leisen Versprechen. Die habe ich schon. Ich sagte schnell die Hütte plündern. Ah, der schmackhafte Schinken. Den brauchen wir ja für den einen Magier-Typen. Und fehlt uns da auch nur noch eine Sache, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein? Ja, uns fehlt nur noch der exquisite Käse. Da weiß ich eigentlich gerade nicht, wo man den herkriegt. Also generell wusste ich nicht, wo man überhaupt irgendwas davon herkriegt. Aber das werden wir sicherlich auch noch irgendwann finden. So. Ja, dann machen wir mal das hier alles weg, das Gebiet. Da waren wir ja im Grunde auch schon. Hier dürften ja noch ein paar Scavenger rumhängen. Das ist ein Drachensnapper. Der eigentlich überhaupt kein Drachensnapper ist, aber er heißt halt so. Das sind auch inzwischen keine wirklichen Gegner mehr. Achso, falls ihr es nicht gesehen hattet, ich hatte ja letzte Folge Kugeln gekauft. Offscreen. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Was wir da jetzt haben. Jo, da waren wir, hier waren wir, da sind wir runter. Dann haben wir hier eigentlich alles. Gehe ich hier nochmal an der Felswand entlang. Und hier geht's dann... da hoch. Ich will da eigentlich auch hin. Das Problem ist, ich glaube, wir machen erstmal den anderen Quatsch. Hier würde es dann direkt in das Schattengebiet gehen.
Wartet mal, wir haben doch noch Messerwerfen im Fischerdorf übrig. Also was heißt übrig? Das müssen wir noch machen. Und da steht auch noch der andere Typ, mit dem könnten wir auch noch mal quatschen eigentlich. Du hast mir schon wieder Erfahrung geklaut, du Arsch. Na, was haben wir denn da? Was? Ach, du schon wieder. Und? Schon was Interessantes gefunden? Es sieht in der Tat sehr gut aus. Na dann bedien dich. Das mache ich. Und ich denke, ich habe genug fürs Erste. Ich bin an der Taverne. Jetzt habe ich Seele minus eins. Autospeichern. Wann hat der gespeichert? Oh, der Ratte. Perfekt. Na, was haben wir denn da? Ich glaube, du solltest die Toten doch lieber ruhen lassen. Du bist wohl heute etwas sentimental, wie? Ich meine es ernst. Schon gut. Ich wollte eh gerade gehen. Ich bin an der Taverne. Nee, weißt du was? Dann lassen wir es doch. So, warte mal. Muss ich ja, kann ich ja auch einfach den laden. Das war ja danach. Da nehme ich lieber minus 1 Seele. Wir haben eh viel zu... Also nicht viel zu viel, aber wir haben eh mehr als genug. Und bekommen die 200 Ruhm. Das ist viel besser. Na, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Messer werfen können. Also ob es jemanden gibt, mit dem wir Messer werfen können. Ja, da gibt's jemanden. Lass uns Messer werfen. Willst du um Gold spielen? Klar. Klar. Gut. Und weil das dein erster Wetteinsatz ist, mache ich es interessanter. Schlägst du mich, lege ich noch was obendrauf. Schlägst du mich nicht, kriege ich deinen Einsatz und du bist die größte Wurst des Fischerdorfes. Los geht's. Er sagt ja gar nichts dazu. Er wirft einfach auch 5 Punkte. Okay, ich glaube, der Typ ist hart. Nicht so einfach, gegen den zu gewinnen. Puh, Glück gehabt. Er ärgert sich visuell, aber sagen tut er nichts dazu. Er wirft auch einfach wieder 5 Punkte. Das ist nicht so gut. Lass das bitte. Nein. Oh, Glück gehabt. Wie war... Wait, what? Der ist doch drin. Der war doch drin. Ich kann nicht mehr gewinnen. Außer er verschmeißt halt einen. Ja, er... Was soll das? Jetzt können wir eigentlich auch direkt neu laden. Ich hätte das schon neu laden können, dass ich nicht getroffen habe. Obwohl ich getroffen habe. Das ist ja eher das Problem.
Mist. Oder? Nee, doch nicht Mist. Gerade so noch. Das ist gut. Das ist ja richtig schlecht im Vergleich zu zum Durchlauf eben. Und damit haben wir auch schon gewonnen. Aber ich mache den letzten natürlich trotzdem noch. Du hast es mir aber gegeben. Nicht schlecht. Und ich stehe zu meinem Wort. Boten Ehrenwort. Hier. Achso, mit er legt noch was drauf, meinte er tatsächlich, er legt einfach noch mehr Gold drauf. Warum? Warum sollte er das tun? Ah, das war der Typ hier oben. Hier in dieses Häuschen wollten wir ja noch mal rein. Ich weiß nicht, ob der uns sieht. Deswegen... klauen wir vielleicht erstmal die Truhe. Ne, der ist sehr konzentriert auf seinen Messerwurf. Sei vorsichtig da draußen. Wo ist der andere? Ach da. Weil die Frage ist, hatte der hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee. Auch nicht. Wann wirfst du nochmal abends, oder? Lass mich, ich muss mir überlegen, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, er wirft abends. Dann schlafen wir doch einfach mal bis Abend. Was soll das denn werden? Ich will schlafen. Da ist wieder Garcia. Aber ich suche erstmal nach... Ich habe hier noch was zu erledigen. Seelenstaub oder wie das Zeug heißt. Ich habe hier noch was zu erledigen. Aber ich befürchte, hier gibt's nichts. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie das funktioniert. Also... ich habe hier noch was zu erledigen. Kann man überall nur einmal hin, quasi im Schattenreich, und dann einmal da Seelenstaub finden? Und wenn man ihn aufgehoben hat, ist er für immer weg. Und auch wenn man in das Gebiet dann nochmal kommt, findet man ihn nicht nochmal. Das könnte ich mir vorstellen. Du sagst mir jetzt, wo du einen deiner Schätze vergraben hast. Da bin ich ja mal gespannt, wie du mich dazu überreden willst. Ich habe hier deinen falschen Schlüssel.
Du musst mir gehorchen. Du verdammter Sohn eines räudigen Köters! Also, hinter dem großen Tor auf Kila gibt es einen Schrein. Dort wird ein goldener Affe erscheinen, wenn du das richtige Losungswort kennst. Dass du mir gleich verraten wirst. Raus mit der Sprache. Das Losungswort heißt, Garcia ist der Stärkste. Na gut, dann hoffe ich für dich, dass du die Wahrheit gesagt hast. Mach, was du willst. Ich verschwinde jetzt von hier. Moment noch. Denk nicht mal dran. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Ich wollte nicht bis Nacht, sondern bis Abend schlafen. Denn am Abend müsste doch theoretisch... Oder auch nicht. Wirklich nicht? Na gut, okay. Dann gehen wir halt zur Taverne. Und saufen mit dem Wirt. Das klappt ja dann hoffentlich. Ja, das klappt. Du kennst dich doch hier aus, oder? Was willst du wissen? Was weißt du über Mason? Mason ist der Mann, mit dem du dich besser nicht anlegen solltest. Das ist ein richtig harter Knochen und hoch angesehen bei den Dämonenjägern. Wenn er hier ist, traut sich so schnell niemand, die Zeche zu prellen. Aber, und das hast du nicht von mir, raue Schale, weicher Kern. Lass uns um die Wette trinken. Endlich ein Herausforderer! Also, wenn du gewinnst, kannst du im Hinterzimmer umsonst Quartier beziehen. Verlierst du, zahlst du wie der Rest für den Schlafplatz. Los geht's! Dann mal los! Gut! Junge, hast du einen Zug drauf. Respekt. Und da du unser kleines Spiel gewonnen hast, kannst du hier deinen Rausch ausschlafen, wann immer du willst. Ich werde dir nichts berechnen. Danke. Kannst du mir jetzt was verkaufen? Sicher, ich habe genug, denke ich. Sag einfach Bescheid, wenn du handeln willst. Will ich. Zeig mir deinen Kram. Klar. Das will ich nicht. Und sonst will ich auch nichts. Perfekt. Ciao. So, dann versuchen wir uns nochmal an Mason, ob wir mit dem jetzt auf Nachtwache gehen können. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Doch nicht jetzt. Wir gehen nachts los. Leg dich doch erst noch ein paar Stunden in der Taverne aufs Ohr. Ich warte auf dich. Wenn du nachts wiederkommst, gehe ich los. Okay, dazu muss es dann also wirklich Nacht sein. Dann gehen wir nochmal zum Fischerdorf, weil... Vielleicht will er ja jetzt Messer werfen. Ich hätte das halt gerne erledigt, damit ich das nicht mir die ganze Zeit merken muss. Dass wir das noch nicht gemacht haben. Ich meine, es bringt nichts außer ein paar Goldmünzen. Insofern wäre es auch nicht so dramatisch, wenn wir es nicht machen. Aber... Ach, das war ja gar nicht der andere. Das warst du. Lass uns Messer werfen. Gut, ich bin dabei. Normalerweise spiele ich nur um ein paar Fische. Aber wenn du es schaffst, mich zu schlagen, erhöhe ich einmalig den Gewinn. Los geht's! Wow, volle Punktzahl, nicht übel.
Diesen Ausruf mag ich irgendwie immer. Der ist lustig. Oh mein Gott, er wirft einfach zweimal schon daneben. Verdammt! Und damit haben wir auch schon gewonnen. Ist egal. Er kann ja nur noch maximal 12 Punkte erreichen. Und wir haben schon 15. Das war schlecht. Tja, es kann nicht immer klappen. Und drüber. Gut geworfen, ehrlich. Hier der versprochene Gewinn. Und vergiss nicht, den Fisch zuzubereiten, bevor du ihn isst. Sonst wird er den nicht bekommen. Nice, dann haben wir das auch und können wieder zurück zur Taverne. Hier wollte ich bestimmt nicht hin. Sondern zu Mason. Ist jetzt schon Nacht genug? Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Doch nicht jetzt. Leg dich doch erst noch... Was haben wir sonst noch zu tun? Ja, nur noch die Schätze eigentlich. Und natürlich legendäre Gegenstände, aber das kriegen wir jetzt auch nicht hin. Der alte Bund. Jäger der Dämonen. Die Dämonenjäger sind einem Schattenlord begegnet. Blablabla. Der Kampf lief schlecht und viele sind auf Kalador verstreut und noch nicht zurückgekehrt. Eldric möchte, dass ich mich um die Dämonenjäger in Kalador kümmere. Viele von ihnen brauchen Hilfe, um den Weg zur Zitadelle zu finden. Gehen wird mich die Fregatte erst in See stechen lassen, wenn er mich für stark genug hält. Die Dämonenjäger-Fregatte steht nutzlos am Strand von Kalador herum. Ich muss es irgendwie schaffen, dass es an der großen Schlacht gegen die Schatten zum Einsatz kommt. Kane ist der Kapitän der Fregatte. Ich muss Kane davon überzeugen. Ja, okay. Allianz mit den Piraten. Allianz mit den abtrünnigen Piraten. Allianz mit den Magiern. Allianz mit der Inquisition, mit den Dämonenjägern. Ah, okay, hier sind alle eingezeichnet. Porter, ja, den haben wir aber schon, den haben wir ja schon dahin geschickt. Das wird dann Mason sein. Es muss Mason sein. Fenn ist da oben. Cyril ist ganz da oben und der Winter Soldier ist hier drüben. Dann sind das ja gar nicht so viele. Ach, warte mal. Jetzt? Doch nicht jetzt. Leg ich. Okay, okay. Dann gehen wir eben schlafen. Und dann können wir jetzt mit Mason losziehen. Und mit jetzt meine ich gar nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Denn diese hier ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne ganz viele Kommentare. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.